Wenn Sie in der Situation sind, dass Sie Ihre beispielsweise Formen ganz hundertprozentig genau auf der Arbeitsfläche positionieren wollen, dann ist es sinnvoll, wenn Sie die Lineale einschalten. Um das zu machen, klicken Sie hier oben auf Ansicht und dann haben Sie hier die Möglichkeit Lineale und wenn Sie hier das Häkchen hereinsetzen, dann werden Ihnen sowohl horizontal als auch vertikal die Lineale angezeigt. Sie haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, auch Ihre Formen vertikal und horizontal genau auszurichten. Sie sehen vielleicht hier oben diese rote Linie und wenn ich hier an die Seite gehe, dann sehen Sie dort auch die rote Linie, sodass Sie das genau so platzieren können, wie Sie es brauchen. Wenn ich jetzt mir hier dieses Rechteck aufziehe und ich möchte es genau auf 100 mal 100 beginnen lassen, also hier 100 und hier 100, dann gehe ich so vor, dass ich die beiden roten Linien genau auf die 100 setze, dann drücke ich die linke Maustaste und ziehe mein Rechteck auf. Und wenn das Rechteck genau bis 300 gehen soll, also 200 Pixel breit sein soll und 100 Pixel lang oder hoch, dann habe ich auch die Möglichkeit, genau auszurichten, wo die Form enden soll. Und wenn ich die rechte Maustaste loslasse, dann habe ich das genau so installiert oder positioniert, wie ich das haben möchte. Wenn die Lineale dann zu einem späteren Zeitpunkt der Bearbeitung stören sollten, dann klicken Sie einfach wieder auf Ansicht, nehmen das Häkchen hier heraus und schon sind die Lineale wieder verschwunden. Ist also alles relativ simpel und einfach ein- und auszuschalten, so wie es sich für ein einfaches Programm wie Microsoft Paint gehört.